Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Durch die Corona-Krise 2020 war das Thema Goldanlage wieder einmal verstärkt in aller Munde. Und damit meine ich keine Goldzähne. Die Corona-Krise sorgte für einen Ansturm auf dem Goldmarkt als eben sehr sichere Anlage. Kennt sich Gott mit diesem Thema eigentlich auch aus, habe ich mich gefragt. Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt, die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja zu jeder Zeit tun. Wie oft wünschen wir uns, dass Jesus uns bei bestimmten Fragen so einen Antwortbrief vom Himmel runterflattern lässt? Jesus, was sagst du dazu, dass sich die Leute durch das Virus jetzt Gold bunkern? Also ich habe noch keinen Antwortbrief vom Himmel darüber bekommen. Ich habe etwas viel Besseres. Ich habe ein ganzes Buch mit Antworten, nämlich die Bibel. Das bedeutet aber, dass man sich bei bestimmten Fragen auch mal ein wenig Mühe machen muss, etwas darüber zu finden und herauszufinden in der Bibel. Aber beim Thema Gott und Geld wird man ganz schnell fündig in der Bibel. Nämlich es wird das Wort Gold über 270 Mal erwähnt. Und dabei geht es nicht um Anlagetipps. Mir steht es sowieso nicht zu, in irgendeiner Weise zu ihrer Finanzlage sie zu beraten. Gott nimmt sich in der Bibel aber das Recht heraus, das zu tun. Und er sagt, er, nicht ich, in Sprüche 16,16, wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold, und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. Hinter der Aussage stehe ich als Leiter unserer Bibelschule zu 100%. Göttliche Weisheit lernen wir nur in der Bibel, und darum stehen wir hier im Dienst und bilden junge Menschen in der Bibel aus. Sprüche 16,16 könnte man auch ganz salopp mal so übersetzen. Besser Bibelschule statt Finanzkrise. Reden wir mal Tacheles. Ich frage Sie ganz unverblümt. Welchen Stellenwert hat die Weisheit in Ihrem Alltag? Leben Sie nach dem Motto Gott und Gold oder eher Gold und irgendwann mal Gott? Dieser Frage müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin, seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel.